Aber genau. Never ever, Leute. In 3000 Videos hab ich ein Set präpariert. Oder? Sorry, aber jetzt geht's los. Jetzt gehen wir echt steil. Wir haben ja einen Alpha-Van und der hat es verdient, gut in Szene gesetzt zu werden. Nicht mit meinem schlampigen Kamera hinschmeißen, aber schaut euch den Himmel an, die Bäume dahinter, den Wagen dazu und jetzt hört euch dazu noch die Geschichte an. Und hinter mir stehen vier Menschen. Den einen kenne ich nur kurz, den anderen kenne ich mittelkurz und zwei kenne ich schon 2 Jahre. Und ich gehe jetzt hin, damit wir ja jetzt die Einstellung wahren. Und Mr. Alpha Van 1. Ja, Alpha Van 2. Und 2. Es ist wurscht, weil es ist bei euch flexibel. 1, 1, 1 und 1. Das ist ein Hammerbild. Und wir haben noch zu Gast den Herrn Schlafberater. Ich lasse das extra so stehen, du stellst dir vor, aber so habe ich dich kennengelernt und dann kam eine Verbindung, dass ihr euch kennt und du dein Produkt in diesem Fahrzeug liegen hast. Das ist die Geschichte. Super cool. Stocksteif. Schön, dich mal wieder zu sehen. Hammer. Wir hatten ein geiles Video vor zwei Jahren. Genau, ich weiß gar nicht, wie viele Klicks. 3 Trilliarden Hammer. Klicks waren es. Ja. Ihr habt Mariah Carey vom Thron gestoßen. Sehr geil. Quatsch. Aber war eine tolle Geschichte. Danke fürs Vorbeikommen dürfen. Wir haben uns kurz getroffen jetzt hier. Ein bisschen gequatscht. Und jetzt legen wir los. Aber es ist mega authentisch. Trotzdem, dass wir das jetzt in Szene setzen mussten. Du kriegst 90% der Sendezeit. 80. Ja, vielleicht der 70. Das wird sich herauskristallisieren. Alpha Van, ich stehe darauf, seit man es gesehen hat. Das Video, das erste, muss ich ehrlich sagen, das ist für mich ein Meilenstein, was nach oben hin möglich ist. Ende, mehr schleime ich nicht, habe ich gesagt. Jetzt steht ihr immer noch da. Es schaut so aus, als ob es euch gut geht. Es macht richtig viel Spaß. Ja? Mega. Cooles Produkt. Kunden sind super happy. Einfach toll. Wie sich das Ganze entwickelt hat, klar, wir sind jetzt 3 Jahre auf dem Markt, an einiges entwickelt, auch Neues entwickelt. Genau. Also wie gesagt, vor 2 Jahren, als wir uns das erste Mal gesehen haben, ich meine, da hatten wir unseren ersten Allrad da stehen. Das ist eine ganz schnelle Geschichte auch. Ja, ja. Mittlerweile machen wir 80-85% Allrad, entwickeln extrem viel Zusatzzubehör noch für die Fahrzeuge, weil wir denken, dieses Segment, da ist noch so viel möglich. Ja. Ich meine, jetzt gerade vor dem Fahrzeug ist unser aktuellster Vorführer ein Solardach oben drauf gemacht mit 500 BP. In der Klasse, glauben wir, ist das auch unglaublich. Mit, ja. Man sieht Starlink-Antenne drauf. Ich sehe schon, bin schon neidisch. Heckauszug. Also, ja, tut sich extrem viel. Wir sind total happy und freut uns total. Das Fiese ist, dass ich euch voll in die Sonne schauen lasse, oder? Ja, ihr dürft die Brillen ruhig aufsetzen. Wir verstehen es gut. Ich habe sie auch auf, weil das brennt schon wieder runter. Du armer Kerl stehst immer da vor dem schönen Auto. Ich würde gerne mit dir tauschen gerade. Quatsch. Nein. Starlink ist also eine Geschichte. Ich beneide euch deswegen, weil ein YouTuber nichts mehr liebt als eine geile Datenrate und das Stabile und das Sichere. Und das ist schon und das halt überall. Das ja, egal was auf dem Maske hält, ist mir wurscht oder von Tesla oder sonst was. Aber das ist schon. Ja. Oder wie viele Satelliten da rumfliegen. Wir werden das alle brauchen und wir brauchen es tagtäglich. Ja. Gescheites Netz. Das Beste, was es gibt. Früher war es der Hubraum, heute ist der gescheites Netz. Das ist der 7-Meter-Wagen. Das ist der 7,40 Meter, also extra lang und super Hochdach. Stimmt, SAD-Dach, ja, jetzt ist er. In Wagenfarbe natürlich, klar, ein weißes Dach da drauf wäre ja cool, oder? Super, aber ja. Furchtbar. Ne, genau, also deshalb weiterhin extra lang, super Hochdach. Wir wollen die Länge, damit wir hinten ein Längsbett haben. Da kommen wir nachher dazu. Ich war gerade drinnen und habe reingepasst, weil wir drei sind gleich groß. Es gibt dann ein Selfie, das musste ich haben. Sieht man jetzt so gar nicht, gell? Nee, genau, und extra hoch einfach deshalb, weil wir wollen die große Heckgarage als entweder zweiter Schlafplatz oder halt eine Garage, wo man ordentlich was reinkriegt. Ja. Ich sehe und habe es extra so ausgerichtet, dass man da hinten schon sieht, German Design Award Gold 2023. Das freut uns natürlich riesig, gell? Ja, das darf man ruhig ansprechen, weil ich kenne den Award und das ist jetzt nicht der aus Hintertupfing. Ja, deswegen auch goldene Schelgen. Wir sind mal Bayern. Das ist nicht jedermanns Sache, aber wir haben gedacht, die müssen sein. Ja, man darf sich wirklich immer, man darf einmal stolz sein auf das, was man geschaffen hat. Und ich habe so eine Mordsgeschichte hingelegt und ich weiß zu der Zeit, das Produkt auf der Messe zu sehen, auch wenn es nur 2 Jahre sind, ist schon, wenn man in die Menge geht, in die Menge nicht von der Stückzahl, das wäre nicht möglich, sondern wenn man sich diesem Massenpublikum aussetzt, oh, ey, muss der Scheich sein und hin und her, ja, die Welt entwickelt sich. Dann haben wir auch Premium, dann haben wir auch billig, dann haben wir auch preiswert. Genau. Manchmal ist es das billige preiswert oder das Premium preiswert oder billig, je nach dem Schluss. Aber 7,80 ist die eine Länge, die es gibt, oder? 7,40, eine Länge. 47. Wir haben genau einen standardisierten Grundriss, weil wir einfach sagen, das, was wir machen, wir haben keine Varianz drin, aber dafür das, was wir machen, perfekt. Ja. Spaltmaße,
Geräuschkulisse und sowas. Und da sagen wir einfach, in dem Segment und in dem Layout, was wir hier haben, da ist noch so viel Potenzial drin. Und das wollen wir perfekt machen, bevor wir uns verzetteln und irgendwie jetzt Varianten anfangen und wir machen nochmal ein anderes Layout. Das ist es. Klar, es wird nicht für alle Leute passen, dieser Grundriss und auch diese Länge. Aber wir glauben einfach, für das, was wir damit erreichen wollen und was wir auch verkaufen wollen, was für ein Erlebnis. Und ich glaube, da passt es einfach perfekt. Ja, ist eine Philosophie, die wir dafür haben. Genau. Ganz genau. Einfach. Das Video von vor 2 Jahren hängt natürlich drin. Es hat sich immer was getan. Ich weiß, ihr seid, wie sagt man das am schönsten, ihr seid da unglaublich kreativ. Entwickelt es ständig weiter. Es wird viele Details geben. Wir haben natürlich jetzt ein Hauptthema, das ist die Schlafqualität, wo ich finde, ich habe jetzt 44 Autos in 4 Jahren und 7 Monaten gefahren. Quer durch alles, leider kein Alpha wählen, das ist so keine Aufforderung an euch. Quatschbrötchen, ich bin nicht so einer. Habe ich irgendwas damals, ich bin nicht der typische Influencer. Ich mache das als Leidenschaft, und natürlich nehme ich manchmal Geld, aber garantiert nicht für solche Projekte. Das wäre ja, es sind Ehrensachen. Die Hälfte aller Videos habe ich umsonst gedreht. Ist mir wichtig, so Tiki und Ende. Ob es einer versteht oder nicht, ist mir auch wurscht. Aber die Geschichte ist eben auch so, das musst du gerade nicht durchziehen, dabei bleiben, Schuster, bleib bei deinen Leisten und dann kommt was Gescheites raus. Nicht verzetteln, das Verzetteln, glaube ich, ist oft nicht gut. Branchenfokus, sagen wir auch. Branchenfokus, ja, und oft habe ich das Gefühl an der Volumenbranche, in der ich viel unterwegs war, manchmal wir weniger mehr, mehr denken, weniger. Wir entwickeln ständig weiter und das ist, glaube ich, einfach qualitativ, wächst richtig. Das Ganze und es macht so viel Spaß, auch neue Ideen reinzubringen, auch Kundenwünsche, also viele Kunden kommen jetzt gerade mit dem Moskito Vorteil, was wir entwickelt haben, macht einfach Spaß, sowas zu sehen und das dann auch für einen Kunden zu entwickeln und das dann auch für den nächsten Kunden dann einzusetzen. Und das war ja genau auch so ein Thema und wir haben uns ja so ein bisschen vorgenommen, wir gehen in jeden Bereich rein, den wir haben und den machen wir perfekt. Ja. Ende letzten Jahres, war es ungefähr Ende letzten Jahres, glaube ich, haben wir gesagt, wir müssen den Bereich Schlafen uns nochmal ganz genau anschauen und da kam so ein bisschen, was könnte man matratzenmäßig machen. Und dann kam der Wolfgang auf uns zu. Genau. Ich habe jetzt schon Angst vor der Überleitung gehabt. Danke dir. Mega. Wolfgang, komm zu uns. Komm zu uns. Komm mal in die Mitte, dass die Herrschaften sehen, wie groß wir alle sind. Ja. Tobi im Reich der Riesen, habe ich gesagt. Super. Geil. Nein, wir sind nicht so ganz normal. Wir können ja doch ab 1,95 zu der anderen. Ich bin bei der Größe nicht ganz normal, aber so ist da. Ja, ich bin allgemein nicht ganz normal. Das ist jetzt richtig eng. Entschuldigung. Genau, das war's. Der Bereich Schlafen ist natürlich im Reiseumweg grundsätzlich ein extrem wichtiger. Und das haben wir, glaube ich, was der Wolfgang euch jetzt auch so ein bisschen zeigen wird, erreicht. Ich hoffe, du wirst selber nachher nochmal reinlegen. Man muss das einfach mal Probe gelegen haben. Und was ganz witzig, eine witzige Anekdote, bevor ihr anfangt. Das ist ja ganz so, in Ruhe. Wenn ein Kunde jetzt ein Fahrzeug bekommt, eine Übergabe macht, dann hat er bestellt wahrscheinlich vor 18 Monaten. Ja. Damals gab es diese Lösung noch nicht. Mhm. Aber was wir natürlich jetzt machen, wir fragen ihn nicht, wir machen diese Matratze rein, die er drin hat. Und die Feedbacks sind phänomenal, obwohl sie eigentlich nicht so bestellt waren. Es sei natürlich dann auch eine Übergabe, wir haben ein paar Sachen neu gemacht, die habt ihr so nicht bestellt, aber gebt uns ein Feedback danach. Und das ist, ja, meine Frage vor der Kamera oder hinter der Kamera oder bei ausgeschalteter Kamera vorhin war dann ganz ehrlich der Blick in die Sonnenbrillenaugen von uns und dann war mir vorher schon klar, dass ihr jetzt nicht eine Matratze von irgendjemand reinlegt. Da muss das passen, das muss stimmig sein. Wir waren am Anfang auch skeptisch, kommt ein Schlafberater zu uns, möchte uns eine Matratze verkaufen, haben auch gedacht, wir haben eine gute Matratze. Ja, ja. Wolfgang hat es wirklich so super rübergebracht, uns das wirklich so super erklärt. Wir sind dann wirklich Probe gelegen. In der Produktion. In der Produktion und jeder Mitarbeiter von uns hat sich auf wirklich den Boden. Auf den Boden hat sich hinlegen müssen und jeder war begeistert. Ja. Ich bin dann auch wenig später, haben wir eine Probematratze gekriegt. Ich bin mit den Kindern dann in der Firma, wir haben am Wochenende quasi in der Firma übernachtet. Und dann war das okay da und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir gemeinsam. Geil. Ja. Ich habe schon das Vergnügen gehabt, drin zu liegen. Wie gesagt, ich bin ja einer, der in vielen Betten schläft. Aha. Den lassen wir mal wirken. Aber immer alleine. Schluss jetzt. Aber. Ja, sehr gut. Ja, aber ich sehe, ihr habt ja da vorhin schon gesagt, der einzig Peinliche bin ich in dem Video. Und von dem her weiß ich das schon zu schätzen und ich sag's ganz ehrlich jetzt. 90% der Fahrzeuge, die ich bis jetzt gefahren habe, in diesen 4,5 Jahren, sonst kriege ich einen Shitstorm von Herstellern, 80% waren schlecht. 10% waren okay und keine war gut.
sondern die anderen waren nur schlechter. Die letzten 10%. Wirklich, das ist unser Urlaub. Wir wollen da, das Wichtigste ist ein geiles Bett drin haben. Wenn wir wichtiger als daheim, das ist jetzt auch blöd. Natürlich beides wäre perfekt. Da darf ich dir einen Satz dazu sagen. Es ist nämlich im Wohnmobil so wie zu Hause. Das heißt, 90% oder 94% aller Menschen sagen, wenn man sie fragt, wie schläfst du? Ich schlafe ja eh gut. Aber das Problem ist, dass gut schlafen noch nicht gesund schlafen ist. Ja. Und mit dieser Matratze oder mit diesem Schlafsystem ist es erstmals möglich, dass man wirklich gesund schläft. Mhm. Das gut schlafen kann ich bald einmal zusammenbringen. Ich habe nie ein Problem mit Schlafen, ich schlafe überall gut. Ja. Aber gesund ist wieder eine ganz andere Frage. Da bin ich jetzt gespannt, weil matratzentechnisch bin ich jetzt nicht der Experte. Ich fühle es halt nur, ob die für mich gut ist oder schlecht ist oder sehr gut ist. Aber man wird schon am Markt auch verwirrt. Durch viele Aussagen, nicht am Reisemobil, aber hauptsächlich in der Werbung. Ja, kaufen wir die Emma oder kaufen wir die Eva? Ja, es gibt 100 gute Matratzen, es gibt so viele verschiedene Matratzen. Das kommt nicht darauf an, ob ich die meistverkaufteste Matratze habe oder nicht. Sondern es gibt für mich ideale Matratzen. Ich muss sagen, kurz, der ist ein wichtiger Satz, darum warten wir kurz, das ist ein bisschen auf Gedächtnispause. Da kommt man so schön runter. Da entschleunigt man, genau, da will er ein Lied singen als Unterlegung. Über den Wolken, ich singe nicht, keine Angst. So, jetzt haben wir die wieder. Der letzte Satz war ganz interessant. Es geht nicht um die meistverkaufte, sondern es geht nicht um die meistverkaufte Matratze, dass ich mir die kaufe, sondern dass ich mir die kaufe, die zu mir passt. Ja. Und diese Matratze ist die einzige Matratze, die sich individuell auf mich anstellt und nicht mein Körper auf die Matratze. Okay. Und das solltest du dann in der Praxis einmal kurz testen. Ja, ich mag da unbedingt wieder rein. Magst du das übernehmen, Erwin? Du stehst hinter mir, du filmst einfach weiter, ich gehe ins Bett. Ja. Ist das okay für dich? Der ist nämlich, der Erwin ist unser Kamerakind. Das ist aber die Blöde. Wo sich der Tobi jetzt drauflegt, schau her, Erwin. Wo sich der Tobi jetzt drauflegt, ist eine Matratze aus 3 Schichten. Der Überzug geht rundherum herunter und keine Schicht ist verklebt. Kleber ist immer Chemie. Und jede Schicht hat einen anderen medizinischen Grund und jetzt kann ich damit wechseln. Und dadurch habe ich 6 verschiedene Liegevarianten. Und wenn jemand mit 6 Matratzen nicht zurechtkommt, dann kommt damit keiner mehr zurecht. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ich mag erst einmal hier fühlen. Ganz ehrlich, ich bin, wie gesagt, nicht der Stoffspezialist oder sonst was. Mir geht es um das persönliche Empfinden, wie du gesagt hast. Genau. Aber warum schlafe ich mich hier oder schlafe ich hier gesund? Diese Aussage ist ja immer. Ja, ganz, ganz ein einfacher Grund. Der Mensch sollte in der Früh um 1,5 cm größer sein wie am Abend. Das heißt, man könnte sich theoretisch jetzt bei den Füßen aufhängen am Abend, damit man sich gestreckt etwas. Aber das wäre der falsche Zeitpunkt. Denn die Regeneration des Körpers findet nur im Tiefschlaf statt. Und diese Schicht besteht aus Lamellen. Und während der Tiefschlafphase wird der Körper ganz sanft gestreckt oder zumindest die Unterstützung. Das ist genau, was die Regeneration ausmacht. Das geht natürlich nicht, wenn die Matratze so gebogen ist, weil die Kraftentwicklung kann nicht nach oben gehen. Jetzt rechne ich bei uns 3 Riesen einmal die 1,5 cm jede Nacht, die ich vergrößert werde oder auch ihr. Und dann tagsüber fällt man wieder zusammen, weil die Bandscheiben belastet sind. Ja, umso älter du wärst, umso mehr fällst du zusammen, wie du wachst. Ich bin ja geschrumpft, ganz ehrlich. Ich habe das immer verfolgt. Ich war mal 2,3 Meter. Also 3 Millimeter. Mit dem Laser gemessen. Jetzt bin ich wirklich 1,98,5. Laut wieder ein Messer. Also Matratzen wechseln. Das ist so. Gut, wir könnten ein bisschen Länge verkraften, aber. Das ist das Schöne, wenn er einfach nochmal ein schönes Reisemobil vorbeifährt. Ich liebe den Sound der Camperwelt. Da sieht man das auch. Aber das ist jetzt kein besonderes. Es gibt ja auch so Materialien aus. Das sind alles Lamellen, da ist eine Nullstellung, das ist nach oben, nach unten geschnitten. Und genau durch diese Schneidung ist die Streckung des Körpers vorhanden. Okay. Wichtig ist natürlich aber die Materialien. Wenn die Materialien aus China, aus Japan, aus Thailand oder wo immer her sind, dann ist wieder das Problem, dass ich alles drinnen haben kann, weil die Mischung, die können alles reinmischen, es gibt keine Vorschriften. Diese Materialien von dem Schlafsystem sind alle aus Europa. Okay. Kein Kleber und alle Materialien aus Europa. Also regionales Einkaufen. Genau, so ist es. 80% Handarbeit in der Schweiz sind die Materialien aus Europa. Ich mache wieder mein Bild. Heute gehen wir mein Bild. Sieben Jahre YouTube habe ich geschafft, heute. Ja, hat's auf.
Nein, aber ich feiere das jetzt einfach. Jetzt erst recht, das ist meine 7-Jahres-Sendung. Damn. Und ein geschmiertes Bier. Das ist das Kopfkissen. Das ist das Kopfkissen, wo es keine Verspannungen mehr gibt. Keine Nackenbeschwerden. Nichts mehr. Füllung Aloe Vera, Bio Visco. Schaut das anders aus? Weißt du? Ja, freilich. Nein, ich will nicht hören, ja, weißt du. Und ja, vor allem teilbar, ein Drittel, zwei Drittel, das heißt, ich kann es höhenmäßig einstellen, je nachdem, wie stark ich bei der Matratze einsiege. Die Milben haben keine Chance durch diese vertikalen Bohrungen und damit natürlich ein wirklich gesundes Liegen. Und das waschst du ganz normal? Oder Überzug 60 Grad Waschbar, Trockner geeignet, nur kein Weichspüler. Ja. Aber jetzt haben wir schon bei der Fachinformation, wenn jemand das sehen will, Emotion machen wir dann soll er sich drauflegen. Ja, das ist die wichtigste Information. Was geil ist, allein schon... Seven Sundays. Du hast 7 Sonntage damit. Schlafen das ist schöne, 7 Sonntage. Schöne Werbeaussage im Logo. Wirklich, das ist auch der Emotion und ich stehe ja sowieso auf sowas. Und ich bin so drin gelegen. Das Tolle ist ja beim Alpha Van, ich weiß schon, dass der innen eine beruhigte akustische Atmosphäre hat. Aber da hinten im Bett, die Außenwahrnehmung, der Flieger wird auf einmal so eine nette Begleiterscheinung. Schon mal ganz doof vor Gott. Aber das ist oben fast Tonstudio-Demo. Wir haben nochmal nachgelegt. Ja. 50%. Komm mal ein bisschen Richtung Kamera. Ja, wir haben bei der Dämmung nochmal nachgelegt, weil wir einfach denken, das ist ein Qualitätsmerkmal. Ja. Also einerseits Thema natürlich Kälte, Hitze, aber natürlich auch Schall. Wir sind jetzt auf 30 mm gegangen. Ja. Was wir echt glauben, das macht sonst beim Kastenwagenkonzept fast niemand und das hört man einfach. Also man hört es einfach, wenn man hinten drin liegt, man schwätzt mit vorne, man versteht sich fast nicht mehr, weil es einfach so ein angenehmes Raumgefühl ist. Und das trägt auch nochmal dazu bei. Ja, genau. Ja. Nach unten hin. Ich mir ist vorhin aufgefallen, aber die Tür offen und die Fenster offen. Wir werden es auch mal machen, indem ich sogar 30 Sekunden meine Klappe halte. Dann wird es zu mal reingehen. Und dann machen wir das mal, dass wir die Kamera wirklich nur mit dem Ton, ohne möglichst zu Nebeneinflüsse reinführen. Dann machst du vorne zu, wenn du in der Dinette sitzt. Dann hört man die Ruhe im Alpha-Vent-Dinettenbereich. Und dann einmal nach hinten. Das ist nochmal die Hälfte gedämmter durch diesen Schlafbereich. Das ist eine Schlafkapsel da hinten. Eine große. Die Kapsel muss nicht klar sein. Kapsel gibt so Riesendinger. Auf geht's, rein geht's. Fachinformation. Aber das machen wir nachher, oder? Soll ich jetzt vorausgehen? Ja, klar. It's all you. Ja, genau. Ihr könnt ja noch was toppen. Zu dem Jubiläum. Wir 2 Jahre. Erwin 2 Monate. 7 Jahre Jürgen. 25 Jahre im Caravan-Salon. Hier auf dem. Echt? Das ist krass. Okay. Muss ich echt sagen, das sind viele Geschichten. Glaube ich. Das passt erst zusammen. Und wahrscheinlich auch immer auf dem P1 hier gewesen, oder? Immer am P1. Ja, cool. Immer. Ja. Ist bei uns auch so, bis jetzt jedes Mal, wenn, dann sind wir hier auf dem P1. Und das ist einfach nochmal, muss man mitmachen. Das ist das Leben, der Spirit, was du alles gewachsen ist in Freundschaften über die Jahre, was du erlebt hast. Und das Wetter dazu und jetzt die Stimmung. Ich bin da furchtbar emo. Ja, witzigerweise, wir haben unsere Mitarbeiter eingeladen, die sind gestern auch alle gekommen. Ja. Und wir haben gesagt, sie müssen auch, gestern sind wir einmal drüber gelaufen, damit sie das auch alles mal sehen. Heute Düsseldorf müssen sie auch mal sehen. Genau. Das ist ein besonderer Platz hier. Ja, also wirklich, egal wie die Messe Düsseldorf manchmal funzt oder der Caravan-Salon, die Orga vielleicht ein bisschen moderner werden könnte. Aber hier hat sich echt eine Base gefunden, die ist erstaunlich. Absolut. Ganz erstaunlich. So, sehr schön. Ich krabbel mal rein. 2 Meter Länge haben wir schon gesagt. Die Breite ist da oben? 1,60. 1,60. Genau. Ja, ja. Also Längsbett war uns einfach wichtig. Klar, 1,60 deshalb, der Sprinter verjüngt sich nach oben hin. Deshalb unten ist es sogar noch eine größere Liegefläche. Unten in der Heckgarage kann man ja auch ein zweites Bett aufstellen, da hat man dann sogar 1,70. Und die 2 Meter Länge, genau, das ist einfach für jemand, der so groß ist wie wir, ist das einfach Rauchmaß. Ja, genau. Längs Einzelbett ist es und ein Längs Doppelbett. Du kannst bezeichnen, wie man mag. Genau. Weil ich die Matratze wirst du, habe ich vorhin schon festgestellt, auch die Schlafbewegung von anderen nicht spüren. Ja, das ist ja witzig. Es ist ja wirklich vierteilig, die Matratze. Also links 2 Schaum, rechts 2 und es ist genau so, wie du sagst. Eine beruhigte Zone, ja. Ja, genau. Wir haben sogar gemerkt, also wir statten ja durchaus auch mit Hubschützensystem zur Nivellierung aus. Wenn du diesen Memory Foam oben hast und du stehst gleich schräg, sogar der stabilisiert dich relativ cool. Also das ist schon auch so ein Nebenfeature von dem Schaum oben das drauf, dass der dich sehr gut hält, auch in Stellung. Ja, genau. Das ist mir gleich aufgefallen. Ich war da 2 Minuten oben. Ja. Hat was. Willst du jetzt echt sehen, wie der aufgraubelt, oder? Sehr klar. Super. Moment. Muss ich hoch? Auf geht's. Ich habe meine fast 50er Latschen
auch kein Problem, vor allem auch das Reinsteigen im Alpha, wenn sind wir alle groß, ist wirklich ein in diese Kapsel reinrutschen und du kannst dich aber trotzdem frei bewegen. Also klar, irgendwann ist ein Ende bei jedem Dach, aber ich kann jetzt bequem aussteigen. Klar geht es ein bisschen runter, aber wenn es 80 ist, hat nahezu gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr die Dämmung sogar vielleicht jetzt schon ein bisschen hört. Das ist... Ich bin ja von dem Auto echt begeistert, muss ich ehrlich sagen. Das ist, hat für mich auch was von Koje, von Schiff, aber eben gescheit. Die Dämmung hier drunter ist ja gewesen, dass ich nichts Falsches sage. 30 mm sind wir jetzt auf. 30 mm. Genau. Mit was für Material ist drunter? Wir sind jetzt auf ein Polyestervlies gegangen in dem Fahrzeug. Experimentieren gerade, weil ein so ein Thema, was wir uns auch genau anschauen, ist gerade Thema Recyclingfähigkeit von Materialien. Das Polyestervlies ist zu 80% aus Recyclingmaterial hergestellt und ist recycelbar. Wir gucken uns gerade einiges an und hier haben wir jetzt einen Vorführer, haben wir das einfach mal ausprobiert, das Polyestervlies. Genau, gucken uns aber auch andere Sachen an. Das hat nicht ihr bestickt da drauf, sondern genau, das macht selbst damit anders gemacht. Ja, genau. Ist natürlich auch so ein kleines Feature, muss sein. Muss so sein. Fahrzeug, hallo? Ja. Das gehört so. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Das hat man, glaube ich, draußen erwähnt. Haben wir die Straf oder gehen wir da nachher nochmal drauf? Gell? Aber ich bin ja kein Rückenschläfer. Ist, glaube ich, das Gesündeste, was ich gehört habe. Aber ich mache nichts, was gesund ist. Ich mache YouTube. Kann man es aushalten, oder? Ich bin ein Seitenschläfer. Ja, ich gebe dir gleich mal einen Euro-Schlüssel. Pass mal auf, du. Piep! Schlafst du zu Hause immer mit Kappe und Brille? Immer. Okay. Das andere nennt man oben ohne, aber das tue ich euch heute nicht an und mir selber auch nicht. Ich bin schon fertig heute. Ja, die Nächte sind kurz hier da und wir sind schon seit Montag da. Sag einmal kurz das Kissen, das eingestickte. Hat er gerade eben. Aber wie? Das ist genau mein Ding. Was hinten aussieht, wir haben bei den Hecklautsprechern nochmal nachgelegt, haben da nochmal eine neue Version nach oben hin, damit man jetzt wirklich der Sound, wir haben ja immer standardmäßig ein Jener Soundsystem drin, Premium Sound. Stimmt, Jener kann man jetzt auch genau hinten relativ geil. Jener ist schon ein Begriff für sich, gell? Ja. Wie selten Sand ist mir trotzdem. Ja, absolut. Ja? Das finde ich cool, dass nichts Großartiges drüber ist, dass es der Lautsprecher-Look ist einfach. Technische Details einfach zeigen, finden wir einfach Pass zu uns und finden wir auch, warum verstecken. Ja, Gitter drüber hauen oder so. Das ist eher ein Verstecken von billigem Zeug meistens. Genau. Ein Zeichen von. Wow. Da sind nochmal Lamperl. Ja, man kann es aushalten. Ich möchte jetzt nicht so dick auftragen, aber man kann es gut aushalten. Ja. Das ist der Wahnsinn. Du hast ja schon angefangen, du hast oben Dachventilator. Wir haben jetzt in dem Fahrzeug ist ein bisschen spezielle Konfiguration. Wir haben Solardach mit 500 WP drauf gemacht, haben auf die Klimaanlage verzichtet. Da haben wir einfach mal, wir wollten optimieren auf Autarkie. Und wir haben jetzt im Prinzip die zwei Dachventilatoren drin, also eins hier im vorderen Bereich, eins im hinteren Bereich. Und wenn man sie so einstellt, dass eins reinzieht und eins nach draußen, dann haben wir einen schönen Luftzug, gute Luftzirkulation. Und wir glauben einfach auch im Hochsommer, dass die gefühlte Temperatur dadurch sehr viel geringer ist. Und genau, einfach ein anderes Konzept, ein bisschen mehr auf Autarkie ausgelegt und funktioniert echt gut. Sind wir echt ziemlich begeistert. Es ist ja jetzt auch wirklich gerade im Moment wahr. Ja. Nicht schwüler, aber 26, ihr kriegt durch jetzt 26 Grad, hat es draußen locker. Aber es ist sehr angenehm und hier schwitzt er nochmal ganz schnell. Jetzt immer Hupe reinlegen, ginge gar nicht. Ja, und ihr habt zwei Max-Fan. Genau, einen hier vorne direkt. Hier ist normal, an dieser Stelle ist normalerweise die Klimaanlage. Ja. Da haben wir das erste, das zweite ist dann über dem Schlafbereich und dadurch kriegt man genau diese Zirkulation. Das ist natürlich toll. Ja. Der Schlafberater, ich habe eine Frage. Ja. Du, sind jetzt das zwei Zonen, vier Teile war mir klar, glaube ich, oder? Hat er gesagt, vier Teile. Na. Oder wie war das? Das sind jetzt bei 1,60 Meter, so wie diese Matratze ist. Ist die Matratze in der Mitte, der Innenteil von der Matratze geteilt? Ja, man merkt nämlich gar nichts. Na genau, das ist der Überzug. Ja. Und das mache ich zu Hause natürlich auch. Bei zu Hause mache ich es aber deswegen, weil jeder seine Schichten wechseln kann. Ja. Der Partner will anders liegen wie ich oder hat andere Kreuzprobleme. Ja. Und da kann jeder wechseln wie ich, obwohl ein Überzug drauf ist. Genau. Das ist der Sinn. Mir war es klar, aber ich habe jetzt nochmal. Im Wohnmobil brauche ich die Schicht nicht wechseln.
nur zum Abziehen zum Beispiel, kann es vielleicht auch rausnehmen, kann jeden Teil einzeln waschen und so weiter. Und du kannst jede Größe konfektionieren? Ja, jede Größe ist konfektionierbar. Es ist nur eine Frage, wenn Ecken und Kanten drin sind oder mehrere Teile oder was immer, das ist immer dann eine Preisfrage. Ja, klar. Klar, wenn es jetzt eine gerade ist oder rechteck, 160 mal 2 oder so irgendwas, ist es bei dieser zweischichtigen Matratze kein großes Drama. Wir haben natürlich Top-Qualität, dadurch hat es auch seinen Wert und seinen Preis. Ja, klar. Die Lebensdauer spricht dementsprechend auch dafür. Ja. Also die Matratze hält sich ja länger wie jedes Wohnmobil. Du machst das schon ein paar Jahre. Das ist keine Matratze, die du alle zwei Jahre Taschen trittst, weil es billig war, weil es schon voll gemilkt ist oder sonst was. Nein, ich schlafe auf meiner Matratze jetzt zu Hause 7 Jahre und du merkst, so wie es noch im Neuen. Also da ist wirklich der Tenor, einmal gut gekauft, Sport. Man darf natürlich nicht vergessen, die Schäume, die drinnen sind, diese Kaltschäume, sind aus Österreich. Mhm. Und die haben ein Raumgewicht von 55 Kilogramm. Aha. Und diese Raumgewicht-Kilogramm sprechen für die Lebensdauer. Ja. Und die meisten Matratzen haben ein Raumgewicht zwischen 5, also die Billigsdorfer 25 bis 30, 35, 38. Das ist natürlich ein riesen Unterschied in der Dimension. Hast du das studiert? Gibt es einen Schlafberater, Studienplatz? Nein, gibt es nicht, nur Prüfungen gibt es. Prüfungen wie zum Beispiel beim IGR und so weiter. Das ist was Qualifiziertes. Es ist nicht nur irgendein Begriff, wie man sie nennt selber, so wie Kippe, Dugi, sondern das hat schon eine Qualifikation. Genau. Und ich bin normalerweise für einen Privathaushalt im Geschäft gewesen oder bin noch immer und habe mich aber spezialisiert auf die Wohnmobile. Und deswegen bin ich in Bad Kissingen oder da in Düsseldorf oder was immer. Und das ist natürlich ein eigener Fachbereich von der Höhe, von der Größe, vom Zuschnitt. Ja. Und das habe ich mir heute selber angeeignet. Ich glaube, durch die Sprechen im Moment, so wie wir gerade sind, merkt ihr schon den Unterschied zwischen meiner Sprache später im Video und deiner Sprache, weil ich im beruhigten Bereich bin. Im noch mehr beruhigten Bereich. Okay. Also ich denke mal, den Tontest können wir uns schenken. Das kommt eindeutig raus von dem, was ich lege mich dann auch auf die Matratze. Ja, genau. Dann können wir miteinander wegen Muki. Genau. Der Erwin ist schon ganz toll mit uns. Gibt es da eine Stärke, eine Qualitätsnormform bei dir oder bietest du dann auch hier an und dann nochmal einen 7er BMW oder eine S-Klasse drauf oder hast du noch was gescheit? Nein, wir haben grundsätzlich im Portfolio das Schlafsystem, also sprich Matratze, Dopper, Kopfkissen und Daunendecken. Okay. Die Höhe und die Größe und die Form ist immer individuell. Ja. Und die Höhe ist zum Beispiel beim Wohnmobil, sind wir jetzt auf die Höhe von 12 cm gekommen, weil eben zwei Schichten drin sind. Ja. Ein Blindblock unterhalb mit 7 cm und oberhalb dieser Memory-Schaum mit 5 cm. Ja. Und dann passiert genau das, was der Felix da erzählt hat, dass die Stützkraft genug gegeben ist. Ah, ich habe viel gelernt gerade. Ich habe lange gebraucht, du hast 10 Minuten. Seven Sundays. Nein, das war. Sam Sanders, die Firma gibt es übrigens seit 40 Jahren. Es ist ein Familienbetrieb, eine Manufaktur und eben spezialisiert auf Schlafsysteme. Wo sitzt ihr? Ich weiß es aber. In der Schweiz, in Lausen ist der Hauptsitz, die Produktion. Ja. Und die Materialien kommen größtenteils, also alles einmal aus Europa und die Kaltschäume größtenteils aus Kremsmünster in Österreich. Jetzt natürlich die Frage, aber können wir wieder raus, den Herren. Machen wir nochmal die gemütliche Herrenrunde vor der Tür, weil das ist ein Wahnsinn. Richtig schön angenehm müde geworden. Mach du ruhig, alles gut. Danke, Herr Meier, wenn du nichts mehr, dass ich da. Ich habe jetzt diese. Wie wohnt? Da bin ich im Bett gelegen, habe den Kühlschrank kurz aufmachen dürfen. Jetzt mache ich noch einmal kurz da an und aus, kann ich sagen, ich habe den 45. Auto. Coole Geschichte, ne? Wow! Zählt das? Ja, Quatsch. Geil. Du hast ja noch eine Frage gehabt, das Thema. Was kostet das Auto? Das weiß ich schon. Also noch nicht ganz die aktuelle Version. Wir haben ja alle viel erlebt die letzten Jahre oder gerade in den letzten Monaten. Das Jahr haben wir alle nicht gut bekommen. Jeder musste mehr nehmen, das ist mal so. Aber ich glaube, das ist weit weg, wegen dem Video, wegen dem Sound. Beispiel hier, was zahlt man jetzt für ein Alpha-Wen-Matratze? Beim Wohnmobil kann ich es nicht sagen. Da hängt es von der Größe ab, da hängt es von der Anzahl so, ab. Nein, da hängt es von der Anzahl ab. Na klar. Alpha-Wen bestellt dementsprechend viele für die ganzen Autos im Jahr und so weiter. Das heißt, das muss jeder individuell anfragen. Bei der Matratze für zu Hause ist zwischen 999 und 2159. Es gibt drei Varianten. Die sind jetzt mit 90 mal 2 Meter gerechnet. Wenn jeder andere Größe hat, kann ich ihm alles erklären, alles sagen. Es ist
kein Billigsdorfer Produkt, es ist Qualität, aber es ist billiger wie viele andere und 10-mal so gut. Wie läuft der Vertrieb, wenn ich jetzt sage, kriege ich bitte eine? Das kann ich dir entscheiden. Online? Melden, Termin anfragen, kommst du immer vorbei, Kollegin? Also bei mir? Ja, ja, wenn ich jetzt eine bestelle bei dir. Bei mir anrufen, absprechen, entweder bei zugeführt oder telefonisch machen oder online, können wir alles machen. Es gibt auch einen Online-Shop, aber da kann man nichts kaufen. Das übliche. Sondern kann man nur reinschauen und dann uns kontaktieren. Genau, weil es eben immer personalisiert ist und konfiguriert. Ja. Es gibt in Deutschland genügend Schlafberater für Endverbraucher, kein Problem. Ich bin zuständig, wohne am Wörthersee in Österreich, aber bin zuständig für die Wohnmobile, also eigentlich Dachraum. Warst du das schon mal? Allgemein. Alle waren wir schon am Wörthersee, oder? Ja, ich wohne halt dort, wo die anderen Urlaub machen. Das ist schon schön. Das, gerade jetzt bin ich dort gefahren, oder? Jetzt ist der Neidfall kaputt. Super. Wir reden immer vom positiven Neid heute. Es gibt ja einen anderen, aber wie scheiße. Ja, ist halt auch. Was haben wir jetzt da vergessen, ohne jetzt das über Gebühr zu strapazieren? 77 Minuten plus Bonusmaterial, Director's Cut. Du schreibst unten meine Telefonnummer dazu. Genau, unten sind natürlich beide Domains gelistet. Bei Fragen und Antworten direkt mailen, in die Kommentare schreiben. Ich weiß, alle schauen da immer wieder neu jetzt im aktuellen Video und geben selber ihren Senf ab. Genau. Ich halte bitte raus. Also ich werde angegriffen, dann greife ich ein. Ja. Und wir verteidigen. Wenn die Zuschauer, echt, ja. Die haben mich als Tobi akzeptiert und da sage ich in dem Fall auch mega Danke. Es ist eine Reise gewesen, das Jahr. Wir haben eine mega geile und danke für den geilen Job, den ihr mir ermöglicht. Hast du übrigens schon erwähnt in dem Video von Caravania? Nein, das lasse ich halt absichtlich an. Also. Da wollen wir es ja nicht übertreiben. Ja, ich wollte nur noch das ist ganz lieb, dass du mir Brücke warst. Hey. Wollen wir da noch ein Schlusswort dazu sagen? Es gibt viel zu zeigen. Vielleicht treffen wir uns mal bei euch. Ja, sehr gerne. Also, oder dann machen wir wieder einen Einladung. Aber das geht nicht ohne. Runter nach Wangen im Allgäu. Nicht ohne dich. Ja, das geht ich würde euch gerne einladen. Also kommt mal vorbei. Ja. Könnt ihr auch mal gerne unseren, wir haben ja auch noch einen Allrad. Da gibt es auch ein paar ganz spannende Themen, ja, die wir gerade dran sind. Was. Wir haben jetzt so eine nette Symbiose. Wollen wir uns insgesamt netto vielleicht jetzt inklusive dem Video 70 Minuten gesehen haben in unserem Leben, aber manchmal passt es einfach. Aber es passt, genau. Ja. Passt, ja. Vor allem, wir reden halt an einem Niveau, weil jetzt haben wir natürlich wieder einen Shitstorm, aber es ist auch okay. Ja, alle wissen, was ich meine. Der Erwin wird ausschalten, wenn ich mega peinlich bin, oder? Cut! Also, das war ein genau das Richtige. Danke, dass du das initiiert hast. Danke, dass du das an meinem Jubiläumstag machst. Und danke, dass es so geil passt. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, das ist ganz wichtig. Gut, ganz wichtig. Manchmal muss man sich selber sagen: Yes, Rock'n'Roll. Danke, Tobi. Erwin, kurz und schnell. Danke. Also, jetzt hören wir auf. Tschüss. Nimmst du das nochmal ins Bild zum Schluss? Geil. Jetzt kommen noch gute Bilder, ein Kängel quasselt von mir.